Willkommen zu einer weiteren Session. Es gibt Dead Island. Gott. So ein einfacher Titel eigentlich und ich verkack's trotzdem mal wieder. Wir sind noch mitten im zweiten Lauf. Sollen jetzt eigentlich zum Wohnsitz von Emory. Aber da will ich noch nicht hin. Erstmal werden wir jetzt noch die Bereiche abklappern, wo wir jetzt eventuell noch ein paar Medikits bekommen. Ein Zombie. Das ist jetzt merkwürdig. Oh! Ich bin erschrocken. Ach, das war das. Get some rest. You look dead tired. So, als erstes würde ich sagen, gehen wir zum Strand. Ich glaube, wir sind doch letztes Mal hier lang, ne? Ach, wir können ja hier ist ja noch. Ah, ich erinnere mich. Hier ist ja noch eine Stelle für den Greifhaken. Was ist das? Ist das wieder ein schlechter? Wäre schön, wenn jetzt mal weg. Ja, genau. Was? What the fuck? Die letzte Geofarm-Akte. The past year has been, to say the least, unsatisfactory. We have met a number of challenges. So, without taking a hard look at how things are run around here, we will be unable to attract the capital to make an impact with our discoveries. EC. Okay, dann haben wir zumindest alle Akten. Dafür gab es scheinbar kein Achievement. Ach, wir müssen da jetzt irgendwie eigentlich rüber, ne? Vielleicht, indem wir das Radio anmachen. Da kommt immer näher, na klar. Schön, wie das Wetter immer wechselt. Ich hätte lieber wieder Sonnenschein. Bitte. Scheiße.
So, da oben nur Munition gefunden, die wir eh gleich wieder verballert haben. Naja. So, ab zum Strand. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich so bleibt. Alter, wie soll man das denn aus Entfernung schaffen? Und zählt das schon als Entfernung hier? Eventuell 1. Wie komme ich denn dann wieder an den Bunker? Überhaupt noch ran? Oder wurde der trotz doch nicht von einem Container getroffen? Ich glaube bloß, ich habe an der falschen Stelle geguckt, oder? Nee. Ach, da haben wir doch auch noch eine Stelle. Stimmt. So, sehr gut. Munition, na doch. So. Wieso macht er jetzt die Lampe aus? Medikit? Oh, ich muss den Bildschirm wieder verrücken, die Scheiße, ne? So. Hier ist sonst nichts weiter, okay. Ah, zumindest ein Medikit. So, dann können wir jetzt noch beim Hubschrauberlandeplatz die eine Tür aufmachen. Dann der Tunnel zum Flugfeld mit dem giftigen Gas und der Tunnel zu Crown. Da haben wir ja auch noch eine Tür, die verbarrikadiert ist. Ich denke mal, da wird mindestens ein bisschen Munition drin sein. Und dann geht's ab in die Untergrundlabore.
So, jetzt will ich nochmal ein anderes Archiv mitprobieren. So, eins. Zwei. Drei. Und jetzt ein heimlicher Kill. Das soll eigentlich ein Achievement geben. Scheiße. Stick him with the pointy end. Ja, gut, cool. Bunte Mischung. Gut. Ich überlege gerade. Es bringt mir nichts, wenn ich hier den Hubschrauberlandeplatz betrete, weil. Oder? Ne, ich glaube nicht. So, ein Achievement, das weiß ich noch nicht, wie ich das überhaupt noch packen kann, weil die zwei Situationen, wo man es hätte kriegen können, die sind schon vorbei. Oder wo man es easy hätte kriegen können. Sehen, dass ich das dann offscreen in einem neuen Spielstand machen muss, weil das wird, könnte eventuell echt ein Spiel werden, wo ich die 100% mal schaffe. Wobei noch ein großes Fragezeichen ist bei dieser komischen. Jetzt geht das trotzdem wieder los. Okay, Schrot finden, Pistole. Da bezweifle ich irgendwie noch, dass wir das hinkriegen. Ach, wieder ein neuer Schlechter, na toll. Hier war das Rohr. So, das nehme ich gern. Ist hier noch Munition versteckt? Schade. Schade. Komm, dann fahren wir jetzt hoch und fahren dann mit der Seilbahn weiter, weil bei dem Gewitter nochmal an dem Schlechter vorbei. Habe ich Gewitter gesagt? Gewitter. Da habe ich auch keine Lust drauf. Wie? Ernsthaft? Das Ding fährt mich nicht mehr nach oben? Was sind denn das für Designentscheidungen, ey? Ganz ehrlich, na gut. Deswegen der Alternativweg jetzt zum Schrauberlandeplatz. Auch wenn ich die Logik dahinter nicht nachvollziehen kann. Warum kann ich jetzt nicht nochmal damit fahren?
Was war das? Der hat das sonst noch nicht mittendrin geladen. Gut, dann machen wir in dieser Folge, mein Gott, an dieser Stelle erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich, bis denn.